Bei dem guten Wetter spielt sich doch das meiste im Garten ab. Deswegen haben wir uns überlegt, heute rauszugehen. Ich habe den Grill angehauen und wir machen schöne Spieße. Einmal Fischspieße, so ein bisschen asiatisch. Und einmal Fleischspieße mit ein bisschen Kürbiskernöl. Ich starte direkt mit dem Fleisch. Dafür habe ich mir Rinderfilet besorgt. Das schneide ich in schöne Würfel, in mundgerechte Würfel. Dann nehme ich mir eine rote Paprika dazu. Die schneide ich oben und unten ab. Schneide sie an der Seite einmal ein und kann so ganz einfach das Kerngehäuse entfernen. Auch die schneide ich jetzt in die gleiche Größe wie das Fleisch. Und gebe sie auch schon direkt zum Fleisch. Jetzt nehme ich mir noch eine halbe Zucchini und schneide diese auch in Würfel. Auch wieder die gleiche Größe wie das Fleisch. Jetzt noch die Schalotten. Und auch die viertel ich einfach mit dem Strunk. Weiter geht's mit dem Fisch. Dafür habe ich ein Lachsfilet. Das ziehe ich einmal von der Haut ab. Und schneide es auch in mundgerechte Stücke. Achtet dabei darauf, dass ihr Fisch und Fleisch nicht zu klein schneidet, damit ihr sie noch ordentlich aufspießen könnt und sie nachher nicht runterfallen vom Spieß. Den Fisch gebe ich jetzt auch in eine Schüssel, nehme mir die Mango, schneide am Strunk einmal ein und auf dem Kern entlang einmal im Kreis das Oberteil der Mango ab. Entweder nehmt ihr jetzt einen Sparschäler oder schält die Mango einfach mit dem Messer runter. Und auch die in Würfel der gleichen Größe wie den Lachs. Jetzt noch Champignons. Die halbiere ich einfach, wenn sie kleiner sind. Wenn sie größer sind, solltet ihr sie schon vierteln. Nur noch gelbe Paprika und grüne Paprika. Ebenfalls oben und unten abschneiden. Kerngehäuse raustrennen und in mundgerechte Stücke schneiden. Jetzt komme ich auch direkt schon zum Marinieren. Wie gesagt, beim Fisch habe ich mir gedacht, mache ich es so ein bisschen asiatisch. Ich gebe Sojasauce dazu, etwas Braunzucker, den Saft von einer halben Zitrone. Jetzt noch ein bisschen frische Minze, die ich hier im Garten gepflückt habe. Die schneide ich richtig schön fein runter und gebe sie auch zu dem Fisch. Die Marinade fürs Fleisch, da habe ich mir gedacht, ich arbeite einfach mal mit ein bisschen Kürbiskernöl. Davon gebe ich einen guten Schuss in die Schüssel. Etwas Paprikapulver edelsüß. Frischen Pfeffer und grobes Meersalz. Das Ganze vermenge ich jetzt. Einmal kurz Hände waschen und dann vermenge ich direkt den Lachs. Jetzt kann ich anfangen aufzuspießen. Ich habe mich für Metallspieße entschieden. Denn Holzspieße brennen doch so schnell meistens an. Das Einzige, was ihr machen könnt bei Holzspießen, dass ihr sie vorher wässert für eine Stunde. Dann brennen sie auch nicht so schnell an. Guckt, dass ihr am Ende immer ein festes Stück, wie zum Beispiel eine Paprika, nehmt. Denn die rutscht nicht so schnell runter, wie zum Beispiel der Fisch, der dann doch am Ende schnell runterrutschen könnte. So, und jetzt komme ich auch zu meinen Fleischspießen.
einmal kurz Hände waschen. Das ist auch echt mein Tipp beim Kochen draußen. Stellt euch immer einen kleinen Eimer mit Wasser, ein bisschen Spüli drin, unter den Tisch, damit ihr euch zwischendurch einmal kurz die Flossen waschen könnt. Jetzt komme ich zum Fleisch. Das ist richtig schön durchgezogen. Ich schwenke es sogar noch einmal kurz durch. Und fange auch hier an, das Ganze aufzuspießen. Meine Spieße sind vorbereitet. Der Grill ist heiß. Und es geht los ans Feuer. Die Holzkohle ist auch heiß. Ich habe die Hälfte des Grills mit Holzkohle befüllt und die andere Hälfte ohne Holzkohle gelassen, um die Spieße erstmal richtig schön scharf anbraten zu können. Und dann ziehe ich sie rüber in die indirekte Hitze, damit sie langsam durchziehen können. Das ist schon immer der Moment, wo mir das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn dieser Duft von diesen ganzen Aromen, die wir haben, einfach mal hochkommt. Großartig. Sobald sie schön ein bisschen Farbe bekommen haben von der Unterseite, fange ich auch schon an, die Spieße zu wenden. So, nachdem ich sie jetzt von jeder Seite so ungefähr 1 bis 2 Minuten scharf angebraten habe, lege ich sie in die indirekte Hitze. Also dahin, wo keine Kohle ist, gebe den Deckel oben drauf und öffne den Verschluss, die Luftzufuhr, sodass der ganze Grill eigentlich wie ein Ofen funktioniert und die Hitze richtig schön rundum an das ganze Fleisch, den Fisch und das Gemüse rankommt und so das Gemüse, Fisch und Fleisch langsam durchziehen können. Das Ganze mache ich jetzt nochmal für so ungefähr 5 bis 6 Minuten. Fertig sind meine wundervollen Spieße. Ich persönlich brauche da auch nichts anderes zu. Gemüse, Fleisch, Fisch, was will man mehr? Sagt mir doch mal, wie ihr meine Videos findet und schreibt einfach mal was in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da und ich wünsche euch viel Spaß in diesem Sommer beim Nachmachen. Oh, sind die heiß. Aber erste Sahne, so geil mit dem Kürbiskernöl.